Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir den Browser-Hack und das Ganze gab es ja schon mal für Systeme bis 9.2 und das gibt es jetzt wieder. Und das ist halt einfach ein Weg, um Ninjax 2 bzw. den Homebrew Launcher mit dem Internetbrowser auszuführen. Und als erstes müssen wir die Standard-Methoden benutzen, um den Homebrew Launcher zu installieren. Das heißt, wir müssen uns auf dieser Website hier das Homebrew Starter Kit herunterladen. Und diese Dateien hier auf die SD-Karte kopieren. Außerdem kann es noch bei Kompatibilitätsproblemen helfen, wenn wir unter Other App Payloads entweder den alten oder den neuen 3DS auswählen, je nachdem was wir haben. Und dann hier die Firmware eingeben, die wir in der Systemsteuerung auf dem unteren Bildschirm sehen. In meinem Fall ist das für den 3DS, bei dem ich das machen möchte, 10.1.0-27. Und dann muss ich hier noch auf Download Payload klicken. Das Ganze dann kopieren. Bei einigen Konsolen wird das Ganze auch automatisch erkannt, was du noch gleich im Video sehen wirst. Und der muss dann in Browser Hacks HB Launcher Payload.bin umbenannt werden. Außerdem musst du noch auf diesen QR-Code hier öffnen. Einen Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Und dann gibt es einen kleinen Schnitt und es geht am 3DS weiter. Bevor wir den Hack ausführen können, müssen wir erstmal die Internetverbindung von dem 3DS beenden. Das können wir ab dem 2DS in den Einstellungen und dann hier unter drahtlose Verbindung NFC auf aus. Einfach wieder raus. Und beim alten 3DS, da ist hier an der Seite einfach so ein Schalter, den wir umlegen müssen. Dann müssen wir die Kamera vom 3DS starten, beziehungsweise nur die Kamera Home Menu App. Das können wir, indem wir L und R gleichzeitig gedrückt halten. Dann müssen wir hier auf das QR-Code-Symbol drücken und jetzt müssen wir den QR-Code einscannen. Der wird jetzt angezeigt. Alternativ können wir aber auch einfach den Browser öffnen. Und hier unter URL die Verbindung yls8.mtil.com. Schrägstrich 3DS Browser Hacks unterstrich auto.php. Sonst müssen wir halt einfach A drücken und nochmal A drücken. Man sollte übrigens nicht mehr als drei Tabs gleichzeitig geöffnet haben. Dann wird man jetzt mit einer Fehlermeldung begrüßt, was aber ganz okay ist. Daraufhin müssen wir wieder ins Home-Menü, womit der Browser geschlossen wird, und das Internet wieder aktivieren. Das heißt, hier wieder in die Einstellungen und auf drahtlose Verbindung ein und bei älteren Konsolen eben einfach den Schalter benutzen. Und dann müssen wir den Internetbrowser starten. Und während sich jetzt bei der linken Konsole ein Video öffnen sollte, da wird übrigens auch die Firmware automatisch erkannt. Das ist ein New 3DS auf der Firmware 9.0. Und das wird eben die Firmware automatisch erkannt, sodass ich keine BIN-Datei in dem Root der SD-Karte brauche. Dann hier auf Schließen gehen. Und jetzt ist der Slider rechts, links oben. Da muss man so nah wie möglich ranzoomen. Und dann so weit wie möglich rechts auf diesen Schalter drücken. Und es dauert ein bisschen, währenddem der Exploit ausgeführt wird.
und ist das auch schon abgeschlossen. Demnächst wird auch noch ein Video zu einem weiteren neuen Hack kommen. Und so zum Home-Menu-Hack oder wie auch immer der heißt. Oder Hacks. Und dann, wenn du irgendwelche Fragen zu diesem Exploit hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Und ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.